Moin und willkommen bei Crusader Kings 3. In der letzten Folge haben wir alles aufgeräumt in unserem neuen Herzogtum und ich finde, heute ist mal die Folge angebrochen, in der wir die Pausentaste komplett lösen und einfach mal schauen, was passiert. Wir haben erstmal vor, keine Kriege zu führen. Ich möchte erstmal das Reich in Ordnung bringen und alles unter Kontrolle bringen, damit wir hier so ein bisschen mehr Einnahmen erzielen, unser Gold aufstocken und ja, bei Prestige sieht es im Moment auch relativ mau aus und ebenso die Frömmigkeit. Das können wir alles mal so ein bisschen nach oben treiben, finde ich. Währenddessen gucken wir mal, wie lange Herzog Friedrich von Angria jetzt noch durchhält. Seine Gesundheit ist ja bekanntermaßen schlecht. Und ich fürchte, unter Umständen wird er uns in dieser Folge noch sterben, was ich nicht gut finden würde. Denn sein Sohn und Erbe, Malte von Goseck, ist erst 5 Jahre alt und ich hoffe, er hält deshalb noch ein bisschen durch, damit wir nicht mit einem kleinen Knips regieren müssen. Okay, was haben wir hier? Ratseinladung an meinen Vasallen. Als Herzog von Einfluss ist es nur angemessen, dass eure Stimme im Rahmen meines Rates gehört wird. Richtig so. In Anerkennung dieser Tatsache biete ich euch hiermit den Posten als Ratskanzler von dem Heiligen Römischen Reich an. Gezeichnet Kaiser Heinrich, das nehmen wir natürlich gerne an. Das ist uns eine große Ehre. Und ja, wir gucken jetzt hier einfach mal, wir sind ja gerade dabei, den Egilmar ermorden zu lassen. Und wir beeinflussen auch Sean ein bisschen, damit er uns wohlgesonnen ist und den Egilmar möchte ich aufgrund dieser ewigen Nörgeleien da, den möchte ich mal loswerden, weil, also der geht ja mal gar nicht. Der ist immer schlecht drauf und irgendwas passt ihm immer nicht. Nee, und deswegen habe ich gesagt, den, ja, auf den können wir verzichten, freundlich gesagt. So, okay. Ja Mensch, wo das hier steht, das ist eine gute Erinnerung, Graf Wiritsch kann uns Lösegeld einbringen. Das wollen wir uns gleich mal angucken. Ihr werdet Titel erben, das bezieht sich, glaube ich, nur auf unsere Erbfolge als Kurfürst, was das Kaisertum angeht. Ne? Heiliges Römisches Reich. Und ja, da kümmern wir uns erstmal nicht drum, lassen wir uns auch nicht von beeindrucken, denn ich fürchte, das wird einfach auch nicht geschehen. Wir gucken uns gleich das Teil mit Graf Wiritsch an. Jetzt lesen wir erstmal über einen flauschigen und exotischen Teppich. Flauschig, farbenfroh und weich wie das erste Tageslicht. Ein Händler zeigt mir einen ausgezeichneten Teppich in der Hoffnung auf gute künftige Beziehungen. Als ich die edle Webkunst bewundere, kommt mir ein Gedanke. Würde ein solcher Teppich nicht Schritte dämpfen? Vielleicht sogar die eines tollpatschigen Agenten? Aha, aha, aha. Okay, wir könnten natürlich den Teppich mal Richtung Egilmar befördern und dann erhält das Mordkomplott einen Fortschritt. Das hört sich lustig an. Egilmar erhält 10 Jahre lang flauschiger und exotischer Teppich. Okay. Okay, ich kann mir das Prestige auch monatlich 20%, das ist viel. Das kann ich mir auch selber unter den Nagel reißen, das mache ich aber nicht. Ich möchte Egilmar loswerden und wenn er davon Vorteile hat, ist egal, ich versuche es weiter. So, jetzt gucken wir uns hier mal unsere Gefangenen an. Und ich glaube, eine ist mittlerweile, genau hier, das habe ich eben gelesen, eine ist mittlerweile verstorben, die Clara. Die hätte uns wahrscheinlich sowieso nicht allzu viel gebracht. Wen haben wir hier? Die Hildegard. Die Hildegard hat auch kein Gold und nix und überhaupt. Ja, selbst 10 Gold kann sie nicht entbehren. Und sie ist aber auch kein... Da kommt die nächste Nachricht. Sie ist aber auch kein... Ja... wichtiger Gefangener in dem Sinne, als dass ich da jetzt irgendwas Aufregendes mit anfangen möchte. Allerdings hier
Es ist die Mutter von Graf Wichmann, der ebenfalls schlecht drauf ist. Ich könnte sie hinrichten lassen. Ich glaube, dann springt er mir ins Gesicht. nee, das mache ich nicht. Ich bin mal freundlich. Wenn sie keine 10 Gold hat, dann... Oh, dann auch nicht. Ja, dann musst du aber da bleiben, ne? Warte mal. Dann musst du da bleiben. Freilassung verhandeln, ja. So machen wir das dann. Wir könnten sie an den Hof rekrutieren. Vielleicht ärgere ich ihn damit noch ein bisschen. Ungeduldig, mitfühlend, nachsichtig. Ja, warum nicht? Warum nicht? Wer weiß, wozu das gut ist. Ich nehme auch das schwache Druckmittel noch mit. Hildegard ist bereits katholisch. Ja, komm. Dann komm raus. So. Bevor wir uns um Graf Wiritsch kümmern, der offensichtlich Geld bringt, lesen wir das hier mal. An den kaltherzigen Friedrich. Ich habe sowohl alte als auch weniger glaubwürdige. Ach so. Wir sind jetzt in der Lage, auf Tecklenburg einen Anspruch fingiert zu haben, beziehungsweise den Anspruch auf Tecklenburg in Empfang zu nehmen, wenn wir, ich muss jetzt mal kurz gucken hier, wenn wir, oh Moment, seit wann gehört denn das zu uns? Also, jetzt mal ganz ehrlich, Tecklenburg, deswegen habe ich da einen Anspruch fingiert. Moment, ich muss mal kurz was nachgucken. Tatsächlich, das sieht so aus, weg mit den Gefangenen, als wäre Tecklenburg aus irgendwelchen Gründen jetzt in unserem Besitz. Ja, wenn es schon mir gehört. Ich lehne das jetzt mal ab. Ich möchte Gold scheffeln. Offensichtlich gehört uns im Moment Tecklenburg schon. Und ich nehme ihn da jetzt auch mal weg. Ja, ja, Moment. Also wir müssen jetzt hier nicht alles auf einmal, ne? Das kann die ältere Dame hier nicht, nicht handeln. Was machst du denn hier? Ah, da kriegen wir mehr Frömmigkeit. Okay, mach mal das. Dann bist du erstmal entbunden von deinen anderen Aufgaben. Sie ist d'accord mit unseren Forderungen und jetzt möchte ich mal gucken hier. Tecklenburg, finde ich das irgendwie raus, wie ich dazu gekommen bin? Also das ist mir jetzt echt schleierhaft. Ich könnte schwören, Oldenburg hat uns gehört, aber doch nicht Tecklenburg. Also ich bin gespannt. Nee, das hätte ich gewusst, wenn ich hier so einen kleinen Schlenzi hätte. Das war jetzt aber auch zweideutig. Also, ich kommentiere das jetzt nicht weiter. Ich werde nachträglich versuchen zu ergründen. Ich kann jetzt Angria nicht mehr angucken. Ich versuche nachträglich zu ergründen, wie ich jetzt an Tecklenburg gekommen bin. Ich bedanke mich aber recht herzlich. Ich bin der Meinung, Es kam mit einem Mal und war dann da. Scheiße, jetzt habe ich einen Lachflash. Nein, Contenance. Ich freue mich einfach drüber. Ich vergesse jetzt auch gerade mal völlig, wobei ich war. Wir waren bei den Gefangenen. Und Mensch, jetzt sei nicht so albern. Graf Wiritsch hatten wir noch offen. Der ist Graf von Ostfriesland. Oh, den möchte ich gerne überreden, mir Ostfriesland zu schenken. Anspruch erbitten, da wird er sich nicht, nee, das hätte mich auch gewundert, nicht drauf einlassen. Der Gutste, unser Papst meine ich. Anspruch kaufen. Ach so. Oh, ja. Gut, aber ich will ja eigentlich auch keinen Anspruch. Ich möchte gleich die ganze Grafschaft haben. Was machen wir denn hier bei Freilassung verhandeln? Schwaches Druckmittel. Ich glaube, ein schwaches wird in keine Richtung reichen. Wie geht's ihm denn? Der ist noch gesund, aber er ist verwundet. Ich möchte jetzt eigentlich ungern, dass der uns im Kerker stirbt.
kriege ich denn an Lösegeld? 18. Nee, gut, da warten wir mal noch ein bisschen. Und entweder ich lasse ihn dann bei 50 Gold frei oder mir ist bis dahin eingefallen, was ich mit ihm anstellen kann bezüglich Ostfriesland. Das muss ich nochmal gucken, vielleicht fällt mir da irgendwas Schönes ein. Oh, neues Kulturoberhaupt. Wir sind das Kulturoberhaupt der Sachsenkultur und da gucken wir doch mal gleich nach, was sich da so tut. Wir gehen auf die Kultur und wir sehen hier, was wir gerade erforschen. Das ist die Erbherrschaft. Oh, Moment. Grafschaft von Dessau. Wir haben jetzt einen Anspruch auf die Grafschaft von Dessau. Auch das muss ich mir gleich nochmal angucken. Jetzt bleiben wir erstmal hierbei. Die Erbherrschaft wird gerade erforscht. Das ist auch schon fast fertig. Deswegen brechen wir das natürlich auch nicht ab. Effekte. Wir können dann Erbteilung erlassen. Das ist jetzt meiner Meinung nach noch nicht so spannend, denn es werden immer noch alle Titel gleichmäßig unter unseren Kindern aufgeteilt. Worauf ich natürlich scharf bin, ist die Primogenitur. Oder ein Erbrecht, wo man den Nachfolger wählen lassen kann. Das hat bei CK2 immer super geklappt für mich. Also ich hatte meistens diese Wahlmonarchie. Und die hätte ich eigentlich auch gerne wieder. Wir gucken mal, wenn das hier fertig erforscht ist, was wir als nächstes erforschen lassen. Jetzt sind wir ja in der glücklichen Lage, dass wir das selber bestimmen können, weil wir jetzt das Kulturoberhaupt sind. Das ist eine schöne Sache. Dessau. Dessau liegt da unten und darauf hätten wir jetzt einen Anspruch. Wir gucken uns das mal kurz an. Ach, das ist er wieder. Wir haben mit ihm aber noch Waffenstillstand. Ja gut, das ist insofern egal, als dass wir hier auch die de jure Rechte hätten. Also wir können das Herzogtum sowieso in voller Gänze erobern wollen bzw. deshalb Krieg führen. Beziehungsweise als Kriegsgrund nehmen und deswegen ist das mit Dessau jetzt nicht so spannend. So, wir haben eine Fraktion gegen Kaiser Heinrich. Auch das ist jetzt nicht allzu spannend, das geht uns jetzt eigentlich erstmal nichts an. Gut, was haben wir hier noch Spannendes? Wir hatten, ja, die Gemeindekontrolle ist hier in Arbeit. Das ist zwar nicht Lippe, aber dafür Buxtehude, nein, Braunschweig. Buxtehude ist bei mir da oben. Das muss erstmal fertig werden. Der Bischof wird umgebracht. Den Herzog Gottfried können wir nicht bekriegen, auch wenn es da steht. Das ist alles, ja, das ist alles nix. Auch wenn 8 aussieht, als müsste man Dinge erledigen, so ist es in diesem Fall nicht. Ja, wir gucken mal. Ich kann auch mal ein bisschen schneller machen. Und ich überlege gerade, ob es vielleicht sinnvoll wäre, mal so eine kleine Pilgerreise oder so zu machen. Oh, wir können auch wieder ein Festmahl oder eine Jagd veranstalten. Unser Lehnsherr wird angegriffen. Okay, Volksaufstand. Gut, ja, werde ich mal. Mach mal, das beachten wir erstmal auch nicht. Und ich überlege gerade, was bräuchten wir denn? Wir haben jetzt an Prestige 232. Wir könnten ein Festmahl machen. Wie sieht es denn mit den Meinungen jetzt aus? Müsste ja eigentlich ganz gut aussehen. Wir hatten das ja eigentlich in Angriff genommen. Er ist schlecht drauf wie immer. Er wird beeinflusst. Der Rest ist okay. Dann haben wir allerdings noch missgestimmte Vasallen, ein paar. Und deswegen überlege ich gerade, ob so ein Festmahl nicht vielleicht auch eine gute Möglichkeit wäre. Das lasse ich mal so im Raum stehen und wir lesen erstmal Meuchler. Die Zeit ist gekommen. Meine Agenten sind in Stellung. Einer von ihnen wird den Meuchler am Abend der Tat auszahlen. Ein weiterer sorgt dafür, dass die Mauer unbewacht ist. Ein dritter hinterlässt eine unauffällige Spur von Kerzen,
die in sein Gemach führen. Alles ist vorbereitet. So, und jetzt muss ich entscheiden. Wir haben 80% dafür, dass Egilmar getötet wird. Und weil wir eigenwillig aufweisen, verlieren wir auch noch 10 Anspannung. Es könnte natürlich auch entdeckt werden, aber wir sind jetzt rigoros und sagen, tut es. Ja. Super, das hat geklappt. Und wir haben den, den zwar okayischen, aber etwas schlechteren Bischof Wernicke, der allerdings uns wohlgesonnen ist, hier mit 14 Punkten, das ist so angenehm. Recht herzlich willkommen, lieber Bischof. Möge es dir in meinem Reich wohlergehen und ich hoffe, du fühlst dich bei mir sehr wohl und wir bleiben uns gegenseitig wohlgesonnen. So, wie ich doch Überraschungsbesuch liebe, ich erhalte dafür für den Mord auch noch 150 Prestige, verliere eine Menge Anspannung und das würde ich sagen, hat einfach mal super geklappt. So, und jetzt müsste ich eigentlich auch überlegen, bevor wir auf so einen Schnickschnack wie Festmahl und so kommen, lohnt es sich, die ersten in dieser Reihe hier umzubringen? Wir gucken mal Stimmergebnis, da sind wir jetzt, wo ist denn die 3 hin, wieso ist der unter mir? Okay, sind da welche ausgeblendet oder was? Naja, okay, aber wir hätten hier Platz 1 und 2. Oder verstehe ich das falsch? Ich glaube nicht. Ich bin ja hier auch an vierter Stelle der Erbfolge. Also das muss schon stimmen. So. Falls ihr das hört, draußen sind die Gärtner mit ihren motorigen Maschinen und machen ein wenig Streit. Trotzdem konzentriere ich mich jetzt. Möchte ich, lohnt es sich, einen von beiden umzubringen. Wenn das entdeckt wird, ist es nicht schön. Und Nummer 4 in der Erbfolge, nee, ich lasse es. Das ist mir gerade doch ein bisschen zu risikobehaftet. Wir gucken mal lieber stattdessen, was hier abgeht. Als zusätzliche Bezahlung für einen kürzlich abgeschlossenen Handel erhielt ich eine große Viehherde. Mir wurde versichert, dass die Tiere von höchster Qualität sind. Aber es stellt sich dennoch die Frage, was ich mit ihnen anfangen soll. Okay, ich glaube, das hatten wir schon mal. Wir können hier einfach mal die normale Viehherde wählen. Wir können hier risikomäßig eine größere erhalten oder aber auch Pech haben. Und hier erhalten wir 70 Gold. Und ich habe sonst immer zur großen tendiert. Bisschen Spielernatur. Aber nee, ich nehme diesmal das Gold. 70 Gold sind eine Menge und die nehme ich jetzt auch. Das können wir mit Sicherheit gut gebrauchen, denn ich will auch noch ein paar Gebäude bauen, denn, naja, ne? Also, ich muss hier ein bisschen aufstocken, finde ich. Das muss besser werden. Das überlege ich mir aber, glaube ich, fürs nächste Mal. Aha, und hier kommt die Meldung, Graf Adalbrand hat die Gemeindekontrolle in Braunschweig wiederhergestellt. Das ist insofern gut, als dass wir jetzt mehr Kontrolle in, wo war es denn, in Lippe mal in Angriff nehmen können. Denn da haben wir eine Kontrolle von 23. Das geht natürlich mal gar nicht. Und hier, war das hier? Ja, da müssen wir auch noch hin. Der Rest sieht, glaube ich, gut aus. Na, Minden schwächelt ein bisschen. Aber nach Wolpe muss er auch noch. So, okay. Weiter geht's im Text. Unser Sohnemann ist mittlerweile 7 Jahre alt. Und ich möchte mir jetzt schon mal überlegen, was der für eine Ausbildung kriegen sollte. Er ist sehr gut in Verwaltung und ich bin versucht, ihm den Verwaltungszweig aufs Auge zu drücken. Allerdings, er hat hier automatisch den Bildungsschwerpunkt bekommen.
Da ist er auch nicht schlecht. Er könnte aber auch in die Diplomatie. Und das finde ich persönlich auch sehr, sehr spannend. Denn diesen Zweig hatte ich noch nicht. Und ich meine, da könnte man auch eine Menge mit anfangen. Ich werde mal gucken. Wir gucken uns das einfach mal ganz kurz an. Ich gehe mal in die Zweige, wenn wir hier Diplomatie nehmen. Wir haben hier diverse Schwerpunkte und hier hätten wir Meinungszuwachs, Titel, Schaffungskosten. Es gibt einen Herzog-Eroberungskriegsgrund. Okay, die Meinung wird offensichtlich ganz gut erhöht. Dann haben wir noch einen Vasallenzwang-Kriegsgrund. Und die Ansprüche werden schneller fingiert. Beeinflussen geht schneller. Das sind alles Sachen, die ich gar nicht mal so schlecht finde. Ich müsste jetzt mal gucken, was hier das Hauptteil ist. Ja. Okay. Und jetzt gucke ich nochmal hier kurz an. Freundschaftskomplott. Oh, das ist auch interessant. Kinder erhalten 1 bis 3 zusätzliche Wertpunkte. Die Verwandtschaft wird hier offensichtlich groß geschrieben. Ja, ich weiß nicht genau. Ich weiß es nicht genau. Ich denke, ich möchte eigentlich doch lieber den Verwaltungsschwerpunkt nehmen. Es sei denn, da spricht irgendwas anderes gegen. Ah ja, da sehen wir hier schon mal, für Ränkespiel ist er nicht geeignet. Und für die beiden Sachen schon. Dann wechseln wir aber... Oder ich nehme... Nee, Ränkespiel. Wenn, hätte mich Ränkespiel mehr interessiert. Dann nehme ich aber den Verwaltungsschwerpunkt. Dann nimmt er den. So, okay. Eine Beeinflussung haben wir hier. Eine Gelegenheit. Sean. Ja, Sean ist jetzt dran. Und jetzt haben wir dasselbe Dilemma wie immer. Zwischen was müssen wir uns denn hier entscheiden? Okay, in meinen Versuchen, Sean in Einklang mit meinen Interessen zu bringen, bin ich auf eine Gelegenheit gestoßen. Ich glaube, ich könnte argumentieren, dass unsere Ziele im Grunde dieselben sind. Als ich meinen nächsten Brief diktiere, betone ich diese geteilten Interessen, versuche ich subtil zu bleiben. Okay. Ich beeinflusse ihn mal positiv und ich denke, genau, dann ist er jetzt auch schon im Plus. So, und dann überlegen wir uns, was wir als nächstes tun. Sean müssen wir ja nun nicht mehr beeinflussen. Das Komplott können wir aufgeben. Dann werden wir jetzt aber bei den Vasallen mal anfangen. Und bitte? Hatten wir nicht beschlossen, dass Bischof Wernicke? Ach, Fürstbischof Wernicke, alles klar. Ach, das ist der von Tecklenburg, interessant. Ich fange jetzt nicht wieder an. Ja, okay, der Wernicke ist mir wohlgesonnen, dieser Wernicke mag mich nicht. Das ist natürlich blöde. Er hier hat eine Fraktion gegen mich. Und deswegen werde ich den Christian mal ein bisschen freundlich umgarnen und werde ihn mal versuchen so zu beeinflussen, dass er mich vielleicht ein ganz kleines bisschen gern hat. So. Okay, und ich denke, damit sind wir dann in dieser Folge ans Ende gekommen. Und ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit Angria und unserem Herzog Friedrich, der immer noch lebt und der mittlerweile schon 72 ist. Ich bin sehr stolz auf ihn. Er hat den Kleinen immerhin bis ins 7. Lebensjahr begleitet. Ich hoffe, das dauert noch länger. Das werden wir in den nächsten Folgen sehen. Vielen Dank fürs Gucken und bis dahin. Tschüss!